Jetzt ist es soweit. Der Moment, nach jeder Saison, nach fast jeder Saison, immer sehr, sehr emotional ist. Man muss sich nach der Saison immer mal wieder auch von Spielern, von Trainern, vom Staff verabschieden. Und damit starten wir jetzt. Und ich bitte dafür unsere Geschäftsführerin mit einem großen Applaus auf die Bühne, Jennifer Kettemann. Man steht schon immer ein bisschen nervös morgens auch, wenn die Verabschiedung ansteht, weil es einfach immer emotional ist. Heute ist es noch mal krasser. Furchtbar, ich habe schon heute Nacht davon geträumt, ehrlich gesagt. Wir würden vorschlagen, wir bringen das jetzt hinter uns und freuen uns aber auch ein bisschen drauf. Und als erstes bitte ich hier oben auf die Bühne. Nein, noch nicht. Okay. Ich möchte noch kurz was sagen. Ganz kurz. Erstmal schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich möchte einfach einen Satz nochmal loswerden. Danke. Es tut so gut, dass ihr alle wieder hier seid. Und wir haben euch so vermisst. Und wir durften das jetzt das erste Mal wieder nach 2,5 Jahren gemeinsam hier erleben. Und es tut so gut. Vielen Dank. Und wir beginnen mit den Verabschiedungen und deswegen bitte ich jetzt unseren Cheftrainer auf die Bühne, Jumbo Mier! Jumbo, komm zu uns. Miteinander telefoniert haben. Auf der anderen Seite ist so viel passiert in den letzten paar Monaten. Und direkt bei dem ersten Gespräch habe ich schon gemerkt, der Mann kann uns die Energie geben, die wir brauchen. Du hast nicht nur mit deinem Handballsachverstand, sondern mit der gesamten Leidenschaft, mit der Energie so viel bewegt bei uns in den letzten paar Monaten. Und vor allem hast du es geschafft, dass wir wieder die Köpfe nach oben gebracht haben. Dass wir wieder mit breiten Schultern ins Trainingszentrum gekommen sind. Und du hast diesen Stolz wieder zurückgebracht. Du hast uns immer wieder gesagt, dass es einfach was ganz Besonderes ist, was wir hier haben. Unsere Fans, unsere Partner, unsere Sponsoren, unsere Arena. Und du hast dieses Gefühl wieder zu uns gebracht und dafür möchte ich dir danken. Erstmal guten Abend und danke für die schönen Worte. Ich möchte nicht viel sagen, wir haben andere Sachen zu feiern. Ich möchte sagen, danke für diese Zeit und viel, viel Erfolg in der Zukunft. Und Thank you.
standen schon mal hier. Nicht genau hier, aber da oben. Aber die Kulisse war eine ganz andere. Es war irgendwie, es waren ein paar Fans da, aber es war schon geisterhaft und gespenstig in der SAP-Arena. Und ich finde, du bist auf jeden Fall jemand, der diese Kulisse heute verdient hat. Mit deiner gelassenen Art, mit deiner ehrlichen Art und mit deiner Routine eine riesengroße Bereicherung. Und es hat uns richtig Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten. Vielen Dank, Katze. Hallo Ronen, lass mich kurz was loswerden. Ich weiß, ihr wartet auf einen Spieler, ich beeile mich schnell. Ich möchte nur ein paar Leuten danken, und zwar euch Fans für die Unterstützung in einer sehr schwierigen Situation, in einer sehr schwierigen Saison. Ich weiß, wir Spieler wissen es zu schätzen, dass ihr an unserer Seite standet, wenn es schwierig war. Vielen Dank. Ich möchte speziell zwei Leuten nochmal danken, die sonst nicht so im Fokus stehen. Das ist einmal der Florian Schulz, unser Athletiktrainer, der die letzten zwei Jahre hier mein Torwarttrainer gewesen ist, der an jedem freien Tag mit mir gearbeitet hat. Und das hat mir sehr viel Bedeutung und sehr viel gebracht. Flo, vielen Dank. Ich möchte auch den besten Betreuer der Bundesliga danken, Stefan Hosfeld, für unfassbar viel Arbeit. Es war eine Freude, mit dir zu arbeiten. Und vielen, vielen Dank für alles, was du für mich und die Mannschaft getan hast. Und als letztes natürlich meinen Arbeitskollegen. Ich habe so viel Spaß mit euch gehabt, Jungs. Vielen, vielen Dank. War mir eine Freude, mit euch zu spielen, und ich werde euch richtig vermissen. Vielen Dank. Nikolas! Auch da gibt es noch Geschenke, die wollen wir anders schon weg. Finde ich sehr schön, dass er auch mal die Leute erwähnt, die tatsächlich nicht immer so im Fokus stehen. Danke auch an Stefan Hosfeld, der Zeug war, dass er seinen Namen darüber richtig geschrieben hat. Großer Applaus, Nikolas Katzigiannis! Ach, du Klasse! Und als nächstes kommt zu uns auf die Bühne unsere Nummer 9, Meitsch! Meitsch! Und das waren keine leichten zwei Jahre, in denen du bei uns warst. Wir haben dich als sehr starken Spieler kennengelernt, der vor allem in der Abwehr unsere Gegner das Fürchten gelernt hat. Vielen, vielen Dank für die letzten zwei Jahre. Wir wünschen dir alles, alles Gute, und wir hoffen, dass wir dich in der Bundesliga nächste Saison wiedersehen. Danke. Ja, ich sage auch ein, zwei schnelle Worte. Wir warten jemand anderer hier vorne, natürlich. Ja, mich freut, dass wir endlich könnten wie volle Halle spielen. Hat richtig Spaß heute gemacht, dass 11.000 Leute, das ist unglaublich. Danke für alle. Und klar, ich will auch
Mannschaft danken, diese unglaublichen 2 Jahre. Ich habe viel, viel Spaß mit euch gehabt und wir haben viel Spaß gehabt und ja, vielen Dank. Spieler kennenlernen dürfen. Wir wünschen dir und deiner Familie alles, alles Gute in Frankreich und ja, bleib so wie du bist. Danke. Danke, Jenny. Liebe Bayern-Fans, danke für eure Unterstützung. Es war mir eine Ehre, hier zu spielen. Ich will mich bei allen Mitspielern, allen Trainern und auch die ganze Geschäftsstelle sehr bedanken.
Das kriegen wir auch nochmal alle zusammen, ich glaube, ich bin ganz, ganz sicher. Als erstes auf die Bühne bitte ich unseren ehemaligen Coach, der Coach, unter dem du bei den Löwen richtig durchgestartet bist. Gudmund Dur! Es ist sehr schön, hier sein zu dürfen und wieder eine volle Halle zu erkennen. Andy Schmidt, für mich ist einer der besten Spielmacher der Welt seit mindestens 10 Jahren. Ich habe unglaubliche Momente mit ihm erlebt und ich bin sehr dankbar für die Zeit ab 2010 bis 2014 mit ihm zu arbeiten zu dürfen. Er war immer zuverlässig, er war immer voll dabei, kreativ als Spielmacher. Und er bleibt hier die Löwen treu seit 12 Jahren. Das ist einzigartig, finde ich. Er ist und wird hier eine Legende sein. Und ich finde auch, dass die deutsche Bundesliga hat ihm sehr viel zu bedanken. Vielen Dank. Nicht so viel, sagst du. Ja, ja Andy, wo soll ich anfangen? Ich habe einmal gelesen, dass du mir manchmal in die Wüste gewünscht hast, wo ich dir ein bisschen angesessen habe auf die Bank. Ich kann dir locker sagen, es ging beide Wege. Wir waren manchmal ein bisschen pissig aufeinander. Du mit mir, mir mit dir, aber wir können das immer klären mit einem gutes Lächeln und ein gutes Gespräch über ein Cola Zero oder was weiß ich. Aber was du für mich und ich glaube für die ganze Verein hier und Region bedeutet hast, das kann man nicht mit Worten beschreiben. Applaus
Ich sage immer, wenn du nicht endlich eine Freude kriegst, zuzuschauen, Handball zu spielen, dann hast du keine Ahnung von Handball. Für mich warst du über die letzten 10 Jahre der beste Spieler in der Bundesliga. Du hast so eine Riesenbedeutung für einen Verein bedeutet. Wo du manchmal nicht so viel gelobt wirst, was ein bisschen schade ist, ist, dass du außerhalb des Spielfelds genauso viel bedeutet auf dem Feld. Du hast immer Zeit für die neuen Spieler, der zum Verein kommt und nimmst dir Zeit. Diese Schale Engagement für dich ist sehr, sehr wichtig. Und das ist, zeichnet einen Riesenspieler aus, dass er nicht nur auf dem Feld, aber auch außerhalb des Feldes führt. Ich freue mich auf unsere Freundschaft. Ich glaube nicht, dass viele weiß, dass du bist einer meiner besten Freunde. Über die letzten 14 Jahre haben wir ein sehr, sehr gutes Verhältnis aufgebaut. Therese, Lili, Leo bedeutet sehr viel, nicht nur für mich, aber auch für meine ganze Familie, die auch sehr gerne hier sein würde. Und ich freue mich, dass diese Freundschaft wieder aufzubauen über die Jahre. Jetzt kriegst du hoffentlich ein bisschen mehr Zeit, nicht so viel Autobahn, Bus sitzen. Ich freue mich sehr, dass du angefangen hast, mit Golf zu spielen. Ich habe dich ja eingeladen nach Mallorca mit meinen Kumpels. Muss ich sagen, da musst du viel, viel besser saufen können. Andy, guck mal Leute, die Halle fast voll. Ich kann mir keinen besseren Abschied. Es steht hier 5-mal MVP, 12-mal ein Löwe, deutscher Meister, deutscher Pokalsieger, EHF-Cup-Sieger und so weiter. Es ist ein ganz, ganz Riesen, der heute seinen Abschied nimmt von der Bundesliga. Einer der allergrößten, die in Deutschland gespielt haben. Vielen lieben Dank, Andy, für alles und Lieber André, im Sport gibt es ab und zu mal Spieler, die einfach besser sind als alle anderen. Im Leben gibt es manchmal Freunde, die einfach eine größere Bedeutung haben als alle anderen. Und für mich bist du beide. Ich bin enorm beeindruckt, wie du dich entwickelt hast, nicht nur als Spieler, sondern auch als Mensch, als Freund, als Familienvater. Es ist schön zu sehen, wie du mit deiner Familie umgehst. Und wenn wir hier oben schaut, dann steht es 12 Jahre einer Löwe. Was manche vergessen ist, dass bei deinem ersten Jahr hier hattest du ein wenig Probleme, du hattest wenig Spielanteile bekommen und dein Selbstvertrauen war nicht gerade hoch. Aber in so einer Situation hätte vielleicht manche Spieler sich versteckt oder irgendwo anders hingezogen, aber du bist geblieben und du hast gekämpft und jetzt stehst du hier nach 12 Jahren, das ist absoluter Wahnsinn.
Ja, klar möchte ich mich bei dir bedanken, aber du hast auch eine Familie, die ich bedanken möchte. Leo und Rasmus, die sind ja wie Brüder aufgewachsen und die sind 7 Jahre weg voneinander und immer noch haben die ein sehr enges Verhältnis. Levi ist Levi, also süßer kann man nicht werden. Therese und Charlotte, die sind beste Freunde unserer Frauen. Und noch dazu kommt selbstverständlich Kobi, der immer noch mir am Herzen liegt. Ich weiß, dass du Sorgen hast für diesen Tag. Ich weiß, dass du dich enorm viele Gedanken gemacht hast, die Bundesliga zu verlassen, die Rhein-Neckar Löwen zu verlassen. Aber atme mal durch, André. Schau mal her, was du geleistet hast. Das ist der absolute Hammer. Das kannst du mitnehmen in deinem ganzen Leben. Herzlichen vielen Dank, Mann. Ja, ein paar Worte von der Geschichte. Weißt du noch, was du vor ein paar Monaten zu mir gesagt hast? Das war viel, deswegen wahrscheinlich nicht mehr, aber du hast gesagt, Jenny, ihr müsst gar nichts vorbereiten, ihr müsst einfach gar nichts machen. Ich wünsche mir nur eins, ich wünsche mir einfach nur eine volle Halle. Ich glaube, wir beide wollten diesen letzten Moment bis zu eigentlich ewig herauszögern. Aber es bringt alles nichts. Ich könnte eigentlich jetzt schon losheulen, aber es müssen noch ein paar Worte über dich gesagt werden. Über dich und über deine Rhein-Neckar Löwen. Denn die Rhein-Neckar Löwen und du, ihr werdet für immer verbunden sein. Egal, ob du hier bist, ob du zu Besuch bist oder ob du in der Schweiz lebst. Dieser Verbund, der wird sich niemals auflösen. Du bist damals als Talent gekommen und du gehst als absolute Handballlegende. Du wirst es nachher noch sehen, aber die gesamte Handball-Bundesliga verneigt sich vor dir. Die gesamte Handballwelt bewundert dich. Und es gab in den letzten Jahren aber auch Schattenseiten, die nicht so viele mitbekommen haben. Viele schlaflose Nächte, viele, viele Gedanken, ein unfassbarer Ehrgeiz. Und dieser Ehrgeiz hat dich immer vorangetrieben und er hat dich heute zu dem gemacht, der du bist. Und mit diesem Ehrgeiz hast du es den Löwen ermöglicht, die größten Erfolge gemeinsam zu feiern. Du hattest den größten Spielwitz, du warst der am besten die Mannschaft auf dem Feld führen konnte. Ja, wir verdanken dir einiges. Wir verdanken dir... So wie Nico es schon gesagt hat, nicht nur auf dem Feld, sondern du hast dir immer Gedanken über das große Ganze gemacht. Du hast Tag und Nacht an die Löwen gedacht. Manchmal habe ich mich gefragt, wie Therese das aushält, aber du hast uns vorangebracht. Du hast ja, dafür gesorgt, dass die Löwen von einem Club, der eher belächelt wurde, ich habe heute ein Zitat gehört, der unsympathischste Club in der ganzen Liga war. Das war einmal und du hast dir geholfen, dass wir es geschafft haben, zu einem absoluten Sympathieträger zu werden.
hast es geschafft, mit deiner Arbeit, die du hier gemacht hast, dass man heute gerne uns zuapplaudiert. Und dieser Applaus heute, der gehört ganz allein dir. Genieß es. Ich wäre heute Abend unglaublich gerne da gewesen. Ich hatte es auch vor, dich zu überraschen, rumzukommen. Leider hat es nicht geklappt. Aber heute Abend denke ich an dich. Heute Abend schläfst du auch hier in Hongkong neben mir. Lieber Andi, leider kann ich heute bei deinem letzten Heimspiel für die Rheinecker Löwen nicht persönlich in der Arena da sein. Deshalb auf diesem Wege alles Gute für deine weitere sportliche Zukunft. Wir werden dich nie vergessen hier, du kannst dir dessen sicher sein und wir werden auch deinen weiteren Weg ganz genau verfolgen. Wir hoffen, dass wir uns irgendwann mal wiedersehen, entweder privat oder vielleicht auch sogar hier bei den Löwen. Wir werden auf jeden Fall genau beobachten, wie deine weitere sportliche Karriere verlaufen wird und freuen uns auf jeden Fall, wenn wir dich wieder hier in der SAP Arena sehen. Du wirst immer willkommen sein bei uns Löwen. Vielen Dank, Andi, für deine überragenden Jahre hier für die Rheinecker Löwen. Hallo, Andi. Es war ein Privileg, spielen an deiner Seite. Du bist ein bester Spieler auf der Welt. Und sicher, du wirst eine beste Trainer auf der Welt auch. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Ja, ich wünsche Andi alles Glück der Welt, ganz viel Erfolg. Ich wünsche ihm für seine weitere Laufbahn jetzt erstmal in der Schweiz ganz viel Erfolg, ganz viel Glück, dass er die Ziele, die er sich vornimmt, dass er die erreicht und dass er da auch seine Trainerkarriere, die er anstrebt, vorantreiben kann. Ich wünsche dir, Andi, und deine Familie alles Gute für die Zukunft. Es wird neue schöne Sachen erlebt werden und ich kann euch versprechen, es gibt auch schöne Sachen danach. Du hast jetzt in 12 Jahren bei den Löwen vieles erreicht und vieles erlebt. Viele Höhen und Tiefen, viele bittere Niederlagen, aber auch zum Glück viel mehr schöne Siege und viele Titel. Du
warst einer der entscheidendsten Spiele bei den Löwen in der letzten Zeit. Jetzt ist es nach 12 Jahren Schluss und dieser Abend wird sicher sehr emotional für dich. Aber es geht nach Hause und wie wir öfters gesprochen haben, in der Schweiz ist es auch schön. Ich wünsche dir und deiner lieben Familie alles, alles Gute. Ja, mein lieber Andi, wünsche dir und deiner Familie viel Spaß, viel Erfolg in der Heimat und möchte mich nochmal bei dir bedanken. Das war mir eine große, riesige Ehre, zusammen mit dir zu spielen. Diese Zeit werde ich nie vergessen und das war die beste Zeit meiner Handballkarriere. Ja, Andi, seit 2010 bist du bei uns in der HBL gewesen, hast riesige Erfolge erzielt, 5-mal MVP geworden von 2013 bis 2017, das hat vor dir keiner geschafft. Und schade, dass wir dich jetzt verlieren, mit 38 oder bald 39 darf man aber so einen Schritt auch tatsächlich gehen. Ich hoffe, dass du in der Schweiz noch 2-3 erfolgreiche Jahre hast und ich hoffe auch, dass wir dich wiedersehen, weil du hast ja nicht nur als Sportler geglänzt, sondern vor allem auch als führungsstarker Mensch und nicht nur bei den Rhein-Neckar-Löwen, sondern in der gesamten Liga werden wir dich vermissen. Ich wünsche dir nur das Allerbeste, das hast du mehr als viele anderen verdient, nach so vielen unfassbaren Jahren in der Bundesliga und ich werde dich riesig vermissen als Spieler. Unsere Wege werden sich sicherlich irgendwo nochmal kreuzen, da freue ich mich, mit dir ein Bier zu trinken oder ein Glas Wein oder was auch immer. Bis dahin bleib gesund mit deiner Familie, deinen Kindern, genieß das. Mehr gibt es nicht zu sagen. Gesundheit, Liebe, ganz viele tolle Leute um dich herum. Und dann wünsche ich dir jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Abschied und einen neuen Start in der Schweiz. Bis dahin, wir sehen uns. Ciao. Ja, Andi, jetzt nach 12 Jahren Bundesliga gehst du wieder in die Heimat. Ich hoffe, unsere Wege werden sich mal kreuzen. Ich hoffe zwar nicht, dass du nur mein Trainer wirst, aber vielleicht treffen wir uns. Und ich wünsche dir alles Gute. Hat viel Spaß gemacht, mit dir zusammen zu spielen. Und wir hören übereinander. Mach's gut. Dir war bewusst, dass wir die beste Geschäftsstelle der gesamten Liga haben. Und ja, die haben auch einen Applaus verdient. Und wir haben uns viele Gedanken gemacht und wir wollten was Besonderes machen. Wir wollten was machen, was einzigartig ist, was es vorher noch nie gab und was deine Besonderheit für die Löwen nochmal zeigt. Und wir wollten auch etwas kreieren, das dich dabei freut, wenn du irgendwann mit Levi und Leo wieder in die SAP-Arena kommst, dass du nicht den VIP-Eingang nimmst, sondern das normale Treppenhaus und dass die beiden dann auch in ein paar Jahren noch sehen können, was der Papa da geschafft hat. Film ab. Keine Angst. Da oben unterm Dach hängen Namen, die echte Legenden sind. Da hängen Namen, die tiefe Spuren in der Geschichte der Löwen hinterlassen haben.
und du gehörst zweifelsohne dazu. Noch zu uns bitten. Ich habe dich schon gesehen. Und jetzt geht gerne in die Mitte und genießt den Moment. Da ist ein Buzzer, den könnt ihr drücken, wenn ihr soweit seid, und genießt es. Ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht, was ich gerne heute Abend sagen möchte. Ich habe mich dann ein bisschen inspirieren lassen von unseren beiden Kindern. Die haben sehr viele Stofftiere zu Hause, Kuscheltiere, wie man in Deutschland sagt. Und ich habe für jede Person oder Personengruppe habe ich ein Kuscheltier. Eine Möwe für die SG Flensburg-Handewitt. Ein Fuchs für die Füchse aus Berlin. Und ein Zebra für unseren heutigen Gegner. Diese 3 sind stellvertretend hier für alle Gegner in den letzten 12 Jahren, für alle gegnerischen Fans in den letzten 12 Jahren. Es ist ein unglaublich harter Wettkampf hier in der Bundesliga. Es geht um Punkte, es geht um Titel, es geht um ein Tor da oder dort. Aber trotzdem
Gehen wir mit Respekt miteinander um, mit einer Wertschätzung, die ich auch erleben durfte von diesen Vereinen, von den Fans. Ich habe es. Ich habe es geliebt, 12 Jahre in der stärksten Liga der Welt zu spielen. Ich wünsche euch, allen deutschen Vereinen, euch jetzt speziell, weil ihr hier seid, ich wünsche euch von ganzem Herzen den Champions League-Titel. Gut, wenn Niklas, der Idiot, wieder so hält, dann haben wir 2 Siege auf sich. Dann habe ich es dauert nicht so lange, ich probiere es ein bisschen voranzutreiben. Das ist ein Schwein, es sollte eigentlich ein Sparschwein sein. Das Sparschwein steht für die Sponsoren der Löwen. Ohne euch wären solche Events, solche Abende wie heute nicht möglich. Ohne euch wäre Spitzensport nicht möglich. Und deswegen, speziell in den letzten beiden Jahren, habt ihr uns über Wasser gehalten, zusammen mit allen Fans. Und da möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Bleibt dem Handball treu, bleibt dem Löwen treu und ich wünsche euch ebenfalls nur das Beste und vielen Dank. Eine Schweizer Kuh, ich habe sie in Deutschland bestellt, ich hoffe, sie ist irgendwie schweizerisch ein bisschen. Die Schweizer Kuh steht für alle Schweizer heute Abend in der Halle. Und für alle, die in den letzten 12 Jahren immer wieder hierher gekommen sind. Deswegen, ich hoffe, ihr Deutschen verzeiht mir das, wenn ich jetzt kurz in meiner Muttersprache spreche. Liebe Schweizer Fans, Handballfans, vielen Dank, dass ihr heute alle da gekommen seid. Vielen Dank für die letzten 12 Jahre, für die riesen Unterstützung. Jedes Mal, wenn ich in Schweizer Fahne sehe in der Halle, habe ich ein Stückchen Heimat gespürt. Schweizer Handballverband, das sind heute ein paar Leute vom Verband, auch euch. Es ist eine riesige Wertschätzung, dass ihr heute da seid. Ich hoffe, ich habe die eine oder andere Tür können öffnen in den letzten 12 Jahren. Ich habe unseren Handball gut vertreten hier in Deutschland. Und ich freue mich riesig mit euch allen zusammen, in den nächsten paar Jahren den Handball in der Schweiz weiter zu pushen. Danke vielmals. Zurück zum Hochdeutsch, das ist ein Rabe, es sollte eigentlich eine Krähe sein. Ich hab eingegeben bei Google Vogel mit ätzender Stimme, dann ist der rausgekommen, diese ätzende Stimme, die gehört Kevin. Kevin, du bist seit 10 Jahren hier. Du hast dafür gesorgt, dass wir über Jahre hier in der Arena kaum zu schlagen waren. Du hast sogar bei einem Corona-Spiel von 0 Zuschauern hast du hier rumgeschrien, bis 13.000 werden. Hast es geschafft. Hast es geschafft, jedes Heimspiel irgendwie zu einem speziellen Ereignis zu machen und deswegen der Vogel, der ist für dich. Eine Biene, eine fleißige Biene, die fleißigen Bienen, die arbeiten bei uns auf der Geschäftsstelle. Ihr seid das Herzstück dieses Vereins, ohne euch würde es hier viel nicht geben. Ihr steht nie im Rampenlicht, ihr steht nie in der Öffentlichkeit. Deswegen möchte ich euch von diesen ekligen 4 Scheinwerfern heute ein bisschen abgeben. Ich bedanke mich ganz herzlich. Es war eine unglaublich intensive Zeit. Wir haben viel diskutiert. Ich möchte auch niemanden speziell jetzt rausheben. Das würde der Sache nicht gerecht werden. Vielen lieben Dank. Ich schätze das unglaublich, was ihr alles gemacht habt für mich, was ihr tut für den Verein. Ich freue mich, euch mal in der Schweiz zu treffen bei einem guten Glas Wein. Und ja, die Biene ist für euch.
Es hat noch so sechs und dann ist fertig. Das hier ist ein Bär. Ich habe irgendwo gelesen, dass Bären in Märchen oder Erzählungen meistens das heilende Tier ist, also dass es irgendwo der Doktor ist. Deswegen, das steht für zwei Ärzte, für Stefan Maibaum und Ulrich Steinhauser. Stefan und Uli sind 24 Stunden, waren jetzt 24 Stunden, 12 Jahre lang in Alarmbereitschaft. Wenn ich anrufe oder wenn jemand von unserer Familie was hatte, ich konnte mich immer auf euch verlassen. Ich bedanke mich vom Herzen. Es war unglaublich, ihr seid hier ehrenamtlich unterwegs. Ihr nehmt viel auf euch, dass ihr an Spielen auch immer teilnehmen könnt, organisiert viele Dinge. Das ist nicht selbstverständlich und deswegen, ich weiß nicht, wem ich ihn geben soll, vielleicht teilt er ihn, aber der ist für euch. Ja, das sind zwei Affen. Die sind lustig, wild, aber irgendwo doch liebenswürdig. Die zwei Affen, die stehen für unsere langjährigen Physiotherapeuten. Sven Raab und Sascha Pander. Es war wirklich wild mit euch. Man muss eine dicke Haut haben, wenn man eure Sprüche ertragen muss. Aber es war auch immer lustig und es war auch tiefgründig. Ich schätze euch extrem als zwei Freunde und bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch und wir bleiben in Kontakt. Ja, und dann hatte ich in 12 Jahren relativ viele Trainer, in den letzten paar Jahren ein paar mehr. Aber ich möchte trotzdem zwei herausheben, die waren beide hier. Ich habe da echt Schwierigkeiten gehabt, ein Kuscheltier zu finden. Aber ich habe... ich habe gedacht, das sieht ihr die Gymi am ähnlichsten. Das ist ein kleines Schaf. Gümi, du hast 2012 auf mich gesetzt. Dafür werde ich dir ein Leben lang danken. Du hast meine Karriere in der Bundesliga hast du extrem geprägt. Du hast mir gezeigt, wie man sich akribisch auf einen Gegner vorbereitet, wie man taktische Elemente spielt. Ich werde es nie vergessen, Gümi. Dein Wasser Buffalo, was du uns mal serviert hast, den werde ich nie mehr essen. Aber ich bedanke mich ganz herzlich, wünsche dir von Herzen ganz viel Erfolg, persönlich und auch sportlich. Danke, Gümi. Ja gut, und der zweite ist klar, ist Zweierpack, deswegen einer war ein bisschen dünner, einer ein bisschen dicker. Nico, für mich bist du der beste Trainer der Welt. Du hast mir 2009 hast du mir das Tor zum Ausland geöffnet. Du bist ein unglaublicher Typ, auch neben dem Feld, vor allem neben dem Feld auch. Und ich schätze dich ungemein, meine Familie schätzt deine Familie. Und ich freue mich auf viele Gespräche zusammen, viele Momente. Und du weißt, am heutigen Tag habe ich ein Ziel und das ist, dich als gegnerischer Trainer irgendwann zu besiegen. Und das werde ich auch schaffen. Zwölf Jahre hatte ich unglaublich viele Mitspieler, unglaublich gute Typen, gute Spieler. Ich habe mich für diesen Flamingo entschieden, weil Michael Appelgren hat den ein bisschen in den Verein reingebracht. Zudem ist mir aufgefallen, dass er dieselben Beine hat wie Patrick Krötzky, von dem er... er passt relativ gut.
Ja, wir betreiben Mannschaftssport. Hier steht 5-mal MVP und solche persönlichen Auszeichnungen, das wäre ohne unglaubliche Teammitglieder nie möglich gewesen. Ich hatte unglaubliche Mitspieler. Es sind viele Freundschaften daraus entstanden, die über diese Zeit hinweggehen, und das macht mich genauso stolz wie jeder Titel, den wir zusammen gewinnen konnten. Ich werde euch nächstes Jahr verfolgen am Fernseher, irgendwo bei einem Käsefondue oder sonst was. Ich werde als größter Löwenfan vor dem Fernseher sitzen und euch alle unterstützen. Vielen Dank an alle. Ich habe keine Kuscheltiere gefunden für die nächsten Personen. Das geht für meine Schweizer Freunde, die auch teilweise heute Abend hier sind. Das waren wenig. Ich habe jedes Fest, jede Hochzeit, jeden Geburtstag habe ich in den letzten 12, 13 Jahren habe ich verpasst. Ich freue mich riesig, diese Dinge wieder erleben zu können. Ich erwarte nicht, dass ihr nochmals heiratet, aber irgendwelche Feste werden wir sicherlich zusammenfinden. Vielen Dank auch für dass ihr immer wieder hierher gekommen seid, uns besucht habt, und ich freue mich riesig auf die Zukunft. Die drei letzten, das ist ein Pinguin, der ist familiär und treu. Deswegen ist es für meine Mama, meinen Papa und meine Schwester. Ich muss dazu sagen, dass ich aus einer handball-talentfreien Familie komme. Also wirklich talentfrei. Und meine Schwester hat früher einmal probiert, Handball zu spielen, hat dann relativ schnell gemerkt, dass das Talent eher beim Bruder liegt. Mein Papa hatte hier lange eine Dauerkarte, ist jedes Mal 6 Stunden hin und zurück gefahren. Meine Mama hat die Spiele meistens im Fernsehen geguckt, meistens im Replay. Sie hat dann erst geguckt, wenn wir gewonnen haben. Und vielleicht noch eine kleine Geschichte aus 2018. Ich hab damals relativ teure Karten besorgt fürs Final Four in Hamburg. Und meine Mama hatte während dem Finale nichts Besseres zu tun, als 55 Minuten draußen zu spazieren, und hat sich dann schreiben lassen, dass wir in Führung liegen, 5 Minuten vor Ende. Und sie kam dann rein. Also, du kannst mir die 150 Euro nächste Woche geben. Vielen Dank. So, jetzt zu den drei wichtigsten Personen in meinem Leben, Leo, Levi, Therese. Therese, dein Name sollte eigentlich da oben über meinem stehen, weil ohne dich wäre das nicht möglich gewesen, was du für mich gemacht hast, was du für unsere Familie gemacht hast. Ja, und Leo und Levi, ihr seid die größten Titel, die fehlen da oben irgendwo, die ich jemals gewonnen habe. Und ich freue mich riesig mit euch auf die Zukunft. Ich liebe euch alle drei unendlich. Und der letzte.
Das letzte Tier, logischerweise ein Löwe. Der Löwe gilt euch allen, Anhängern, Fans, Zuschauer, Unterstützer von den Rheinecker Löwen. Gucke ich hier hoch an die Hallendecke, sehe diese Banner hängen und weiß, dass wir gemeinsam unglaublich was erreicht haben. Das wäre ohne den ganzen Support nie möglich gewesen. Wir haben zusammen gelacht, zusammen geweint, zusammen geheult. Ihr habt uns auch mal ausgepfiffen, das nehme ich euch heute noch übel. Aber ihr wart immer da, wenn wir euch gebraucht haben. Und bleibt den Löwen treu, bleibt dem Verein treu. Es braucht ein bisschen Zeit, wieder Schwung zu nehmen. Ich kann euch eins versprechen, ich habe es geliebt, vor euch und für euch auf diesem Platz, für diesen Verein alles zu geben. Und wie man so schön sagt, man sieht sich immer zweimal. Wir sehen uns.
Dank dafür, dass ihr auch in diesem Jahr da gewesen seid. Das war's. Kommt alle.